Prominent getrennt, Starttermin der Staffel steht fest. Prominent getrennt, die Villa der Verflossenen kehrt mit einer zweiten Staffel zurück. RTL zeigt die neuen Folgen ab dem 21. Februar über das hauseigene Streaming-Angebot RTL Plus und ab dem 4. März im TV. Das Reality-Format nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit nach Südafrika, wo 8 prominente Ex-Paare um 100.000 Euro Preisgeld kämpfen. Dabei stellen sie sich nicht nur der Konkurrenz, sondern auch ihrer gemeinsamen Vergangenheit. In die Villa ziehen Gloria, 30, und Nicola Glumac, 26, die bereits den Treuetest bei Temptation Island nicht bestanden haben. Nicola wolle laut der Mitteilung, dass Gloria ihre zickige Art ablege, während sie hoffe, dass er erkennen könne, wie sehr er sie im vergangenen Jahr in der Dating-Show verletzt habe. Kate Merlans, 35, und Jakob Merlan Jarekis, 27, Ehe, die 2021 geheiratet hatten, hielt kein Jahr. Curvy-Model Marlisa Ruggio, 33, und Fabio De Pasquale, 28, trennten sich Anfang des Jahres. Sie seien wie dick und doof gewesen, meinte Fabio. Die aus Berlin, Tag und Nacht bekannten Stars Matthias Höhn, 26, und Jennifer Reilly, 30, trennten sich vor der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes und führten eine On-Off-Beziehung. Knapp 9 Monate waren Gustav Masurek, 33, und Karina Wagner, 26, die durch Bachelor in Paradise ein Paar wurden, zusammen. Seit ihrer Trennung im Mai habe Funkstille geherrscht, wie auch bei Michelle Kaminski, 25, und Mark Robin Wenz, 27, bekannt aus Temptation Island. Silva Gonzalez, 43, und Stephanie Schanze, 34, von den Hot Bandidos waren mehrere Jahre zusammen. Doch sie trennten sich privat und auch beruflich. Laut Gonzalez sei aber noch Liebe da. Sandra Janina, 23, und Juliano Fernandez, 24, kamen demnach die Zukunftspläne in die Quere. Während er sich auf die Karriere fokussieren wolle, wolle sie Familie.